aussieht für die, die es vielleicht nicht in ihrem täglichen Arbeiten kennen. Ich werde hauptsächlich auf die Syslogs eingehen, einfach deswegen, weil wenn ich dazu übergehe, alle möglichen Logfiles zu erklären, warum man wie welche bearbeiten könnte, würde es eine Tagesveranstaltung werden. Deswegen die Konzentration auf Syslog, aber es ist so, dass das natürlich selbstverständlich auf eigentlich alle Logtypen generisch umgewandelt werden kann. So, wenn man ein Logfile hat und also ich sage mal so, die meisten, die ein Logfile haben, werden es sich kaum angucken, denn das, was man eigentlich haben will, das Substrat, liefern Agenten, die auf dem System laufen, liefern das halt in Graphen, das heißt in ein CACTI, in ein Graphite, wenn schon die neueren Tools verwendet werden, in ein Moonin oder sonstiges. Das heißt, in die Logfiles muss erstmal gar nicht reingeguckt werden, prinzipiell. Für Webseiten selber wiederum ist es so, es gibt ja auch externe Tools. Warum soll ich denn in meine Logfiles gucken, wenn ich Dashboards habe, die mir alle Informationen, die ich irgendwie haben will, darstellen kann? Das Problem, was dann immer erst auftritt, wenn zum Beispiel das Produkt oder irgendein Management fragt, stimmen denn die Zahlen, die da drin sind? Können wir irgendwie überprüfen, ob die Zahlen, die da drin sind, wirklich dem entsprechen, was es gibt? Führt dazu, dass entweder mehrere Tools installiert werden, mehrere externe Anbieter konsultiert werden oder der Admin ankommt und sagt, gar kein Problem, ich gucke mir die Logfiles an. Das heißt, der Admin geht hin, wendet ein Script-Foo an, um dieses Logfile zu durchsuchen und das gewünschte Ergebnis herauszuziehen. Könnte dann, wie in diesem Beispiel, ein AWK-Skript sein, ist aus der Praxis, sollte herausgefunden werden, ob die Zugriffszahlen in Google Analytics auf einen Webserver von bestimmten Clientsystemen wirklich dementsprechend, was da halt angezeigt wird. Da kommen dann solche Skripte bei raus, kleines AWK-Skript. Ja, das baut man einmal, kann man immer wieder abfeuern. Davon baut man 5 bis 50 Stück, je nachdem, was man halt so hat. Aber das Problem, das eigentliche Problem dabei ist, ein Admin ist ja faul. Klar, er hat die ganzen Skripte gebaut, es ist überhaupt gar kein Problem, aber es hindert ihn in seinem täglichen Arbeitsfluss, wenn er immer wieder gefragt wird, du hattest doch mal, kannst du nicht noch mal kurz nachgucken? Und wie hast du das noch mal letzte Mal gemacht? Kannst du mir noch mal zeigen? Oder können wir die Zahlen von letztem Mal validieren? Das heißt, er fängt an, irgendwann vielleicht, ich sag mal, eine Webseite zu bauen, eine Support-Webseite. Irgendetwas, was dazu führt, was die User anfängt oder anleitet, wie sie diese Zahlen selber bekommen. Entweder ist es so, dass die ganzen Dinge via Cron automatisch ausgeführt werden, weil sich herausstellt, dass die Zahlen immer wieder neu überprüft werden sollen. Oder der User wird in die Lage versetzt, diese Skripte selbstständig auszuführen. Ist nicht immer schön, ist nicht immer gewollt, vor allen Dingen ist meistens nicht sicher, weil es dann doch via SSH über eine Serverfarm geht, die, weiß ich nicht, wie viel 100.000 Server betrifft, ist halt auch nicht immer das Performanteste und vor allen Dingen ist es unkontrollierbar. Das heißt, eigentlich ist es genau das, was man als Admin nicht will, nämlich irgendeine wild gewordene Horde von Usern, Managern, Leute, die gar keine Ahnung von der Technik haben, auf seine Logfiles loszulassen, beziehungsweise quasi seine eigenen Systeme zu dossen, weil denen das halt nicht schnell genug geht und sie nicht verstehen, dass so eine Abfrage 5 bis 10 Minuten dauern könnte, weil die halt mal eben über 5.500 Server geht oder so. Da fängt man dann halt wieder an zu bauen, man baut sich Frameworks, es gibt Workarounds dafür. Natürlich geht alles, dass das via Mail losgeschickt wird, aber es sind halt alles handgestrickte Bastellösungen, sag ich mal, die so lange funktionieren, bis eine neue Anforderung kommt oder der Kollege, der das ursprünglich gebaut hat, geht. Und danach, man hat halt eine Ruine. Und was macht man damit? Weiß man nicht. Aber zum Glück kann man sich ein bisschen behelfen. Und zwar gibt es Syslog.
Syslog ist, wie gesagt, eingangs erwähnt, es wird vom Kernel verwendet, um alle Meldungen, die so im Unix-System selbst anfallen, auf die Platte zu schreiben. Hängt immer ein bisschen davon ab, wie, was es implementiert ist, was für ein Betriebssystem es selbst ist. Will ich gar nicht drauf eingehen, interessiert auch nicht. Auf jeden Fall, prinzipiell gibt es das auf jedem Unix-System. Und das Schöne bei Syslog ist einfach auch, es hat eigentlich auch, egal in welcher Implementierung, die Möglichkeit, seine Daten remote an andere Hosts zu schicken. Das heißt, ich kann entweder via UDP oder in anderen Implementierungen via TCP dafür sorgen, dass die Logfiles, die normalerweise nur lokal geschrieben werden, an einen anderen Host gesendet werden. Was der dann damit macht, ist egal. Aber sie werden auch an einen anderen Punkt gebracht. Das heißt, rein von der Theorie, sämtliche Server, die ich habe, können an irgendeinen Müllkorb ihre ganzen Daten schicken. Was man damit macht, wie man damit arbeitet, ist dann wieder die andere Sache, weil prinzipiell kommt dann doch wieder der Admin an und sagt, hey, ich habe da ein paar Skripte, die können wir auch darauf loslassen. Das Ganze geht natürlich jetzt schneller, aber trotzdem ist es immer noch das Ursprungsproblem. Der Admin wird von seiner Arbeit abgehalten, damit Auswertungen zu machen für Leute, die keinen Sinn dafür haben, wie lange es eigentlich sowas dauert. Es wäre doch schön und gut, wenn ich das große Datengrab an Logfiles hätte, die bearbeiten könnte und den Leuten, die es interessiert, einfach eine Möglichkeit, ein Mittel, ein Tool an die Hand zu geben, genau an diese Informationen zu kommen. Oder halt auch, dass genau die Informationen, die benötigt werden, immer da sind, sei es über Ausfälle, könnte ja auch interessant sein, um rauszubekommen, je nachdem, wie groß die Landschaft ist, dass alle Server, die an einem Switch hängen, haben auf einmal einen Wechsel ihrer Konnektivität festgestellt. Der Switch selber meldet es nicht, aber alle Server könnte man ja mit einer zentralen Lösung bekommen. Aber um so ein reales Beispiel zu haben, wir haben eine ganze Serverfarm, die ist es ein Netzsegment oder ist es einfach eine Serverfarm und ganz viele Devices, die schicken ihre Syslog-Meldungen an einen zentralen Server, der in einer DMZ steht, der wiederum sammelt die, schmeißt Info weg, Info wird meist nicht gebraucht und schickt alles weitere in die nächste DMZ, wo dann wiederum besagter großer Datengrab liegt, über das irgendwelche Auswertungen laufen, die dem User dann zur Verfügung gestellt werden. Ist halt alles nicht sonderlich effektiv, es ist nicht interaktiv, der Admin muss immer wieder eingreifen, was halt prinzipiell unschön ist. Aber es gibt ja Leute, die wesentlich schlauer sind als ich, die wesentlich besser programmieren können, vor allen Dingen auch, die sich halt eine Lösung dafür ausgedacht haben. Und das eine ist die Software Greylog. Ich habe es mehrmals hier schon gehört, heute, gestern Abend in der Bar haben wir darüber gesprochen, was es eigentlich kann und was es nicht kann, die Begrenzung. Und es war interessant zu sehen, weil es ist eine Software, die von vielen eingesetzt wird, von manchen wird sie als Black Magic empfunden. Andere wissen noch nicht genau, was sie damit eigentlich anstellen könnten. Und von daher, kurz zu der Geschichte, entwickelt worden ist Greylog von zwei, ich glaube jetzt mittlerweile ehemaligen Xing-Mitarbeitern, das heißt, es ist auch prinzipiell in Deutschland entwickelt. Einer davon ist der Lennart Koopmann, der das auch immer noch mit weiter aktiv entwickelt und auch auf der Mailingliste gefunden werden kann. Aber um zurückzukommen, wir haben also unsere ganzen Server, Cluster, Devices, wie auch immer, die ihre Daten jetzt nicht mehr in das Datengrab schaufeln, sondern in den Greylog. Und der Greylog macht nichts anderes, als das Ganze zu verarbeiten und darzustellen. Hört sich prinzipiell erstmal gut an und sieht auch, je nachdem, ob man es gut findet oder nicht, ansprechend aus. Ist auf jeden Fall gewagtes Farbmuster, aber ist die Standardinstallation.
und nichts weiter dran verändert. Ich weiß, dass die aktuelle Version mit dem allzeit bekannten und geliebten Twitter Bootstrap kommt und von daher etwas angenehmer fürs Auge sein kann. Aber vom Prinzip her, man hat einen Stream, man hat eine Web-Oberfläche, die man einfach in jedem beliebigen Browser im Unternehmen aufrufen kann und sieht von allen Servern die eingehenden Meldungen. Ungefiltert. Einfach alles, was da reingeht. Da kommt jetzt gerade nicht so viel rein in dem Bild, das ist aus meiner Testumgebung. So real habe ich durchaus Systeme, wo 5.000 bis 10.000 Nachrichten pro Sekunde reinkommen. Dementsprechend sieht das dann da auch ein bisschen anders aus. Dann gibt es sogenannte Streams. Streams sind Dinge, die sind Filterungen auf den Logfiles. Das heißt, alles das, was der Admin vorher von Hand gemacht hat in irgendwelchen Skripten, kann ich hier genauso anwenden, Regex, sonstiges auf Hostbasis. Das heißt, ich kann genau filtern. Das Gute ist, das kann auf der Web-Oberfläche jeder machen. Das heißt, wenn ich es schaffe, dem Produktmanager beizubringen, wie er sich bestimmte Meldungen anguckt, oder dem Dev, der dann doch nicht so viel Ahnung von der Technik hat, beibringe, wie er sich da genau seine Meldungen rausziehen kann, die ihn interessieren, habe ich schon mal gewonnen, weil ich muss die Leute nicht immer wieder, oder habe die nicht immer neben mir stehen mit der Frage, kannst du mal kurz gucken, ich habe da was Neues deployed und wäre doch mal schön, wenn du mal für 5 Minuten gucken könntest. Damit kann er das selber machen. Es gibt eine kleine Schwierigkeit dabei, will ich nicht verschweigen, und zwar das ganze System ist noch nicht mandantenfähig. Das heißt, man ist entweder Admin oder man ist User. Ist noch nicht ganz optimal, nicht für jede Umgebung geeignet. Ich habe das Problem selber. Ich habe Kunden, bei denen ist es so, dass ich mehrere Instanzen von Greylock laufen habe, wo die unterschiedlichen Streams halt reinlaufen, weil die Informationen über die Anmeldung an den System darf eben nicht jeder einfach einsehen aus datenschutzrechtlichen Gründen. Hat der Betriebsrat was dagegen und von daher läuft dann out woanders rein als die anderen Sachen. Kompliziertes deutsches Recht. Aber vom Grundsatz her ist es so, ich habe alle möglichen Systeme, Hersteller, Fabrikate, eigentlich alles, was ich im Rechenzentrum stehen habe, was via Syslog in Greylock einweisen kann. Das heißt, ich habe auch die ESX-Admins auf einmal, die mir ihre ganzen Meldungen überlassen können und ich kann denen genau sagen, oder besser gesagt, die können, wenn man noch in Silos denkt, dem Storage-Team mitteilen, eure Data Domain hat gerade ein Problem, weil alle unsere ESX-Server schmeißen gerade den gleichen Fehler, weil die einen Slave Lag haben oder wie auch immer. Also es ist halt wirklich auf einmal möglich, ins Rechenzentrum einen tieferen Blick zu haben und das relativ einfach. Die zweite Möglichkeit, Daten reinzubekommen, ist GELF. Steht auch dabei, Greylock Extended Log Format. Das der große Vorteil ist, es sind strukturierte Daten und viel, viel wichtiger, es hat keine 1024-Byte-Grenze mehr, die eine Syslog-Meldung, eine Standard-Syslog-Fehlermeldung hat. Das ist der wirklich ganz, ganz große und entscheidende Vorteil. Übrigens, wenn es Fragen gibt, einfach fragen, ne? Ich habe da keine Probleme mit, nur als Hinweis. So, kommen wir zu dem gleichen Beispiel von gerade. Wir haben die verschiedenen Datengräber in verschiedenen DMZs stehen oder in verschiedenen Netzsegmenten und können Greylock jetzt als Drop-in-Replacement für den letzten Syslog-Knoten nehmen oder aber als zusätzliche Instanz. Das heißt, wenn ich schon zentrales Syslogging betreibe, weil ich es vorher halt in einem Datengrab haben wollte, haben muss, wie auch immer, kann ich das einfach zusätzlich hinzunehmen. Das bedeutet, ich kann mir das ganze System auch angucken. Ich kann es anfüttern mit ein paar wenigen Daten, um zu gucken, bringt es mir überhaupt was? Weil ja, es ist zwar schön, es sieht nett aus, es ist fancy, mit was Neuem rumzuspielen, aber man muss ja letztlich gucken, bringt es einem was, dass man eine zusätzliche Software betreibt, es gibt Abhängigkeiten, es wird Elasticsearch vorausgesetzt, es wird eine MongoDB vorausgesetzt, wir brauchen einen Webserver, der Rails kann. Das ist alles nicht wenig und man muss halt gucken, ob man das wirklich will und kann.
aber man kann es ausprobieren. Und gerade in je nach Umgebung und wie viele Devices so da rein reporten, ist es so, dass jetzt bei Greylock vor gar nicht allzu langer Zeit ein zusätzlicher Dienst hinzugekommen ist, der nennt sich Greylock Radio. Das ist nichts anderes als ein kleiner Ruby-Daemon, der alle Syslog-Meldungen entgegennimmt, die in eine AMQP-Queue schmeißt, die dann wiederum von Greylock-Servern ausgelesen werden kann. Der ganz, ganz große Vorteil ist, dadurch wird das Ganze skalierbar. Das bedeutet, ich kann nicht nur einen Greylock-Server haben, sondern ich kann 5, 10, 15 Greylock-Server haben, die im Master-Slave-Konfigurationsmodus einfach die gleichen Streams bearbeiten, das gleiche Backend benutzen, aber so die Arbeit gesplittet wird. Und so komme ich halt auch mit deutlich mehr als 200.000 Meldungen die Sekunde klar, weil ich halt eben alles skalieren kann an der Stelle. Das Problem ist natürlich, nicht alles, was ich habe im Rechenzentrum, kann vernünftiges Syslog. Wenn ich mir ESX-Syslog-Meldungen angucke, das ist eine Abart von Syslog nach IETF 5.1.14 oder so. Ich weiß es nicht, aber es ist eine Abart davon. Das heißt, es ist so ähnlich wie. Genauso verhält es sich mit, glaube ich, fast jeder anderen Software bzw. Hardware, die Syslog reporten kann. Wir haben da auf der Greylog-Mailingliste gerade die Diskussion dazu, was denn alles geparst werden können müsste. Und wir sind mittlerweile bei über 15 verschiedenen Dialekten, nenne ich es mal, die geparst werden können müssten. Aber es gibt ein Schweizer Taschenmesser, was einem unheimlich dabei hilft. Das nennt sich Logstash. Logstash ist eine weitere Software, die von Jordan Sissel aus Amerika eigentlich entwickelt wurde und der auch der Hauptmaintainer davon ist. Logstash ist ein Ruby-Daemon, der in JRuby übersetzt ist, also auch genau wie Greylock Server als Java-Umgebung läuft. Aber Logstash hat einen ganz, ganz entscheidenden Vorteil. Logstash hat 26 Inputs, 23 Filter, 44 Outputs. Ja, wir haben heute Morgen das Release der neuen Version gehabt oder konnten das beobachten auf Twitter. Das habe ich natürlich noch nicht berücksichtigt, die neuen Sachen, die dazugekommen sind. Ich habe es mir gespart, das dann alles anzupassen. Aber der ganz, ganz große Vorteil ist, man kann wirklich fast alles mit allem kombinieren und in jeglichem Format wieder ausgeben. Es ist wirklich ein Schweizer Taschenmesser an der Stelle. Ich kann es nur empfehlen, sich mal damit zu beschäftigen, wenn man das Problem hat, Logfiles jegweder Art in irgendeiner Art und Weise zu transportieren bzw. umzuwandeln oder auszugeben. Als kleinen Hinweis. Also es könnte in der Theorie, könnte man ja alles an Infrastruktur, was es gibt, nehmen, die durch einen Logstash-Parser laufen lassen, der das Ganze aufbereitet, der vielleicht anreichert das Ganze an Informationen, die nicht offensichtlich sind oder die der Syslog-Parser gewollt oder einfach nur, weil er es nicht kann, von Greylock anreichert, wie gesagt, und einfügt. Und oder halt auch alles, was eben kein Syslog ist, annehmen, entgegennehmen und umwandeln in Syslog, Gelf oder alles andere. Eine schematische Darstellung, wie es sein könnte, wäre, man nimmt einen Logstash-Agent, der auf den Servern installiert ist, oder man nimmt das klassische Syslog und nutzt das Forwarding, schickt das Ganze an eine zentrale Instanz, die die Filterung und die Anreicherung der Daten vornimmt. Und um die Lastspitzen abzuwenden, nutze ich die AMQP als weiteren Transport. Das Ganze wandert dann wiederum in den Greylock rein und kann von allen Usern genutzt werden. Real wird das Beispiel mit den verschiedenen Netzsegmenten so aussehen, dass man dazwischen auch immer wieder eine AMQP setzt, um eben Lastspitzen abzufangen. Denkt man erstmal nicht weiter darüber nach. Der Durchschnittsadmin sagt auch, AMQP, das ist irgendwie RabbitMQ, habe ich mal gehört, mag ich nicht wirklich. Aber es macht durchaus Sinn, das an der Stelle einzusetzen.
Syslog, rsyslog oder syslog.ng haben gewisse Limitierungen, was das Zwischenspeichern von Meldungen angeht. Und man läuft einfach, wenn dann wirklich etwas passiert, in die Gefahr hinein, Meldungen zu verlieren, weil der Syslog-Daemon sie nicht mehr halten kann, beziehungsweise sie auf Platte liegen und der die Queue einfach nicht mehr abbauen kann. Deswegen ist es an der Stelle sinnvoll, wenn man anfängt, damit zu arbeiten und wirklich diese Meldung als wichtig erachtet, auch einen Queue-Mechanismus in die Mitte zu setzen. Was man halt alles noch damit machen kann und was einem das überhaupt bringt, warum ich das überhaupt alles machen sollte und mir die ganze Arbeit machen sollte, weil eigentlich interessiert ja niemanden, was in den Logfiles steht, außer es kommt zu Problemen und dann kann ich mich ja immer noch auf die Kiste einloggen, wenn sie denn noch da ist oder wieder verfügbar ist, das, was man alles mitmachen kann. Und zwar grundsätzlich habe ich mehrere Bereiche, mehrere VM-Strukturen, Blech, was auch immer, die aus unterschiedlichsten Betriebssystemen bestehen, die alles, was sie so haben, an Syslog-Meldungen, Event-Logs von Windows, für die, die sowas auch noch mitbetreuen müssen, an eine zentrale Instanz schicken, können mehrere sein, kann skaliert sein, also das ist halt beliebig skalierbar an der Stelle. Das Ganze wird gefiltert, wird über eine Queue an Greylog weitergegeben, der halt die Ausgabe macht. Und zusätzlich füttere ich aber auch noch den Graphite, den ich habe, mit den Informationen. Und aus dem Graphite und dem Greylog zusammen kann ich auch noch das Monitoring befüttern. Das heißt, prinzipiell gewinne ich eigentlich vier Dinge. Ich habe nämlich Metriken, die ich aus den Logs generiere, ohne dass ich irgendwelche zusätzlichen Agenten ins System installieren muss. Ich kann prinzipiell vielleicht auch Agenten deinstallieren, weil, ja, wofür brauche ich noch einen Agent, der mir das Syslog durchpasst, wenn das Syslog eh schon an eine zentrale Stelle kommt? Ich habe einen zentralen Punkt der Filterung, auch nicht unwichtig für alle, die mit Eitel-Prozessen und Change-Management beschäftigt sind. Ich habe das Problem, wenn ich eine Konfigurationszeilenänderung von einer Zeile genau auf einem System beim Kunden machen will, kann das bis zu 10 Tage dauern, bis ich das machen darf. Einfach, das muss intern besprochen werden, der SDM, also der Service Delivery Manager muss dem zustimmen, der Kunde muss dem zustimmen, der Kundenadmin muss dem zustimmen, das Ganze geht dann wieder zurück. Ja, dauert. 10, 12 Tage für eine Konfigurationszeilenänderung. Hat man aber einen zentralen Punkt, an dem die Filterung stattfindet, der unter der eigenen Kontrolle ist, kann ich das eigentlich fast on the fly machen, weil der Change, um das durchzuführen, habe ich innerhalb von einer Viertelstunde durch. Ich rufe einmal alle Leute an, die nicken das Ticket ab und gut ist. Zusätzlich ist es so, dass ich halt einen zentralen Punkt der Einsicht habe. Das heißt, ich habe auch in größeren Umgebungen nicht das Problem, dass ich vielen Leuten Zugriff auf irgendwelche Server geben muss. Das SOC-Team wird sich freuen, weil sie eigentlich nur noch HTTP freigeben müssen. Zusätzlich kann ich das Monitoring ansprechen. Das heißt, ich habe ein passives Monitoring. Auch im iSinger gibt es ja passive Checks, die einfach überprüfen können, ist da was gekommen? Kommt da nichts mehr? Weiß ich, prinzipiell könnte es da vielleicht ein Problem geben. Als Beispiel. Oder wenn bestimmte Meldungen immer wieder auftreten, kann ich da auch drauf reagieren. Metrikgenerierung genauso. Ich weiß nicht, ob heute noch oder morgen jemand was dazu erzählen wird, wie man zum Beispiel aus einem Graphite heraus Nagios-Alarme triggern kann oder wird, oder iSinger ist halt beides mit gemeint. Auf jeden Fall, das ist halt auch eine ganz spannende Sache und das ist alles, was man erreichen kann, nur durch einen einzigen Punkt, den man quasi in seine Infrastruktur hinzufügt, nämlich eine Zentralität von Logfiles. Das heißt, ich gewinne viel mit relativ wenig Arbeit und wenig Impact. Meistens sind es EDA-Kosten, also Kosten, die eh vorhanden sind, weil man kann bestehende Infrastruktur benutzen, man kann bestehende Systeme benutzen und die Lernkurve ist relativ steil und danach hat man ein richtiges, nettes System. Der Punkt ist natürlich, warum muss ich denn oder warum soll ich denn 2, 3,
neue Software einführen, beziehungsweise mich damit beschäftigen. Ich muss das tunen können, ich muss es kennen. Man kann ja prinzipiell, weil Logstash eben das Schweizer Taschenmesser ist, das Ganze auch anders aufbauen. Ich habe Greylock in dem einfach ausgeklammert. Brauche ich nicht. Es ist nicht notwendig, weil Logstash kann das Ganze prinzipiell auch. Das heißt, eigentlich ist es ja noch viel besser, weil in dem Fall muss ich mich nur mit einem neuen, ich sag mal, Dienst beschäftigen, mit einer neuen Software, mit einer neuen Markup-Language, um irgendwelche Dinge zu konfigurieren, kann ich alles auch mit einem machen. Logstash hat auch eine Oberfläche, die Logstash-Web-Oberfläche ist nicht sehr ansehnlich. Glücklicherweise hat sich jemand einmal hingesetzt und hat was Neues geschrieben. Das Ganze ist Kibana. Kibana ist eine Software, mittlerweile auch eine Rails-Applikation, die es ermöglicht, den Index, den Logstash in Elasticsearch schreibt, übersichtlich darzustellen. Ist ziemlich genial und kann ich nur jedem empfehlen, der sagt, Greylock sieht mir einfach zu beschissen aus, ich mag dieses komische Schwarz-Pinke nicht. Aber auch für jeden, der Features will, die es in Greylock nicht gibt. Vorteil von Kibana ist, man kann von den, das kann man glaube ich auch so ein bisschen sehen, man kann das Ganze exportieren als PDF. Das heißt, ich kann Suchbegriffe eingeben, die ich dann wiederum exportieren kann, um zum Beispiel irgendwelche Reports zu erstellen. Kann notwendig sein, je nach Kunden, je nach Einsatzgebiet. Genauso kann ich Streams für bestimmte Ereignisse als RSS abonnieren. Das heißt, ich kann mir einen Stream definieren, in dem ich immer wieder die gleichen Fehler haben könnte. Die kann ich natürlich auch via Nagios oder Isinga monitoren, gar kein Problem. Aber es wäre ja auch schön, wenn ich darüber einfach informiert werde. Und zwar in Tools, die ich vielleicht eh schon nutze. Wenn ich meinen RSS-Reader die ganze Zeit offen habe oder das im Outlook abonniert habe oder wie auch immer, sehe ich es halt sowieso. Das ist halt auch noch sehr schön. Ist, wie gesagt, mittlerweile auch eine Rails-App. Und aber also ich finde es fast die bessere Alternative, aber es kommt immer ein bisschen drauf an. Hat nämlich auch keine Mandantenfähigkeit, sollte man wissen, wenn man es braucht. Und soll auch nicht nachgerüstet werden, bisher nicht. Was bei Greylock halt kommen sollte. Aber eigentlich muss man ja dazu sagen, das sind alles nur irgendwelche Frontends, irgendwelche Daemons, die irgendetwas nachbearbeiten. Der eigentliche Star in dem Ganzen ist Elasticsearch. Elasticsearch ist die Software, die also aus meiner Sicht in den letzten Jahren eigentlich dafür gesorgt hat, dass sich ganz, ganz viele Dinge verändern. Zum einen hat es Software wie Greylock oder auch Logstash, Kibana erst möglich gemacht, große Datenmengen in Echtzeit durchsuchbar zu haben. Viele Leute oder auch viele von euch, die eine Webseite betreiben und eine Suche auf der Webseite haben und noch nicht Elasticsearch einsetzen, sollten mal drüber nachdenken, es zu tun. Wir haben bei der Werk in Wien sehr gute Ergebnisse damit erzielt, eben alte Mechanismen, die vorhanden waren, durch Elasticsearch zu ersetzen mit wesentlich weniger Aufwand, weniger Maschinen und das Ganze in Echtzeit. Wie gesagt, Elasticsearch ist für mich eigentlich die Software, die sowohl Infrastruktur als auch Web an sich sehr verändert hat und aber auch noch verändern wird. Es hat den großen Vorteil, es ist halt wie gesagt in Echtzeit. Man kann es hochverfügbar aufbauen und wirklich auch hochverfügbar skalieren. Es ist schemafrei, ein Object Store im Prinzip und es hat eine Volltextsuche dank Lucene mit drin. Finde ich der Bringer. Also gerade wenn es darum geht, mit irgendwelchen Daten zu arbeiten. Ja, grundsätzlich Logfile Management, Monitoring, wie man es auch immer bezeichnen will, ist keine Raketenwissenschaft. Ich kann jedem wirklich ans Herz legen, sich das Ganze einfach mal anzugucken, sich seine eigene Workstation zu nehmen, sich ein oder zwei Server zu nehmen, eine virtuelle Maschine, das Ganze aufzuziehen und sich anzugucken und zu evaluieren, ob es nicht Sinn macht,
das vielleicht selber einzusetzen. Vielleicht auch nur für ein paar Maschinen, vielleicht ist es nur wichtig für die Webumgebung oder wenn es eine SAP-Umgebung gibt. Syslog hat den Vorteil, es kann auch sämtliche Logfiles mit transportieren, die es gibt. Das heißt, ich kann dem Syslog mitgeben, mach bitte ein Monitoring auf dieses bestimmte File und nimm alle Meldungen mit, die da drin sind. Deswegen, es ist, wenn man sich einmal anfängt, damit zu beschäftigen, stellt man fest, wie viel man durch passives darauf warten, dass Meldungen kommen, eigentlich mitbekommen kann. Das heißt, es wird auch die Komplexität der Überwachung wird einfacher. Also es wird weniger komplex, große Systeme zu überwachen. Es wird weniger komplex, Fehlerquellen zu finden, beziehungsweise auch einfach dafür zu sorgen, dass ich weiß als Admin, was in meiner Infrastruktur passiert. Weil, sind wir ehrlich, einmal Hand heben, wer guckt täglich in seine Syslog-Meldung auf jedem einzelnen Server? Ja, man guckt halt rein, wenn man es muss, wenn ein Fehler auftritt. Das Problem, was man einfach hat, ist, der Fehler tritt auf, die Maschine ist weg. Wenn man mit mehreren Kollegen da dran ist, sitzen jetzt alle da dran und versuchen, diese Maschine wieder hochzubekommen. Und mit der System, also mit der Forensik beschäftigt man sich erst, wenn die Kiste wieder da ist. Mit dem zentralen Logfile-Management kann man das Ganze einfach schon in zwei Teams aufgeteilt schneller starten. Das eine Team kümmert sich um die Forensik, um die Analyse, warum ist es zu dem Problem gekommen. Das andere baut das System wieder auf, aus dem Backup versucht die Kiste wieder hochzubringen. Es ist einfach so, das ermöglicht einem viel gezielteres Vorgehen in der, also, oder viel gezielteres Arbeiten mit der ganzen Infrastruktur. Und man sieht halt zentral an einer Stelle, kann man sehen, wenn es zu Problemen kommt, die man vielleicht so nicht sehen würde. Sind wir ehrlich, wer kriegt es hin, über alle Server zu prüfen, ob die Links zur gleichen Zeit down gegangen sind oder so. Also es sind halt so schematische Dinge. Wenn man die Ahnung hat, es könnte vielleicht etwas sein, dann sucht man gezielt danach. Damit hat man die Möglichkeit, aber darauf hingewiesen zu werden, weil man mit der Nase drauf fällt, weil es halt eben 15, 20, 30 Mal auftaucht von allen Servern und nicht nur einmal auf dem einen Server. Und man guckt ja eh nicht in die Logfiles, interessiert ja eigentlich keinen. Ja, gibt es Fragen? Was ist denn dein kleinstmögliches Logstash-Szenario? Das kleinstmögliche? Ja. Kann man alles auf einen Server packen und das dann irgendwo reinstellen und dann... Genau. Es wäre eine VM, in welcher Software auch immer umgesetzt. Ich sag mal, 1 Gig RAM mindestens, 10 Gig Festplatte, einfach mal reinlaufen lassen, gucken. Hast du eine Ahnung, wie viele Logfiles dann da pro Sekunde durchgehen können? Das Problem ist ja die Speicherung hinten. Also das ist der limitierende Faktor eigentlich. Vorteil bei Elasticsearch ist halt, wenn man das als Backend benutzt, das kann halt unendlich skaliert werden. Die besten Ergebnisse werden bei so knapp 20 Kisten erzielt, was so die Latenz und die Leistungsfähigkeit angeht. Aber wie viel Meldungen jetzt genau pro Sekunde da durchgehen, schwer zu sagen, hängt ein bisschen von der Hardware ab. Aber die von Xing gestern Abend in die Runde geworfene 200.000 Meldungen pro Sekunde, gar kein Problem, denke ich. Okay, danke. Angenommen, ich will nur Logstash-only fahren. Wie bekomme ich meine Daten ins Logstash hinein? Kann das Syslog empfangen oder muss ich dann auch immer überall einen Agent installieren? Der irgendwelche? Nee. Moment, ich suche die Folie gerade, da haben wir es. Wir haben relativ viele Inputs, um genau zu sein. Mittlerweile mit der neuen Version, glaube ich, dann sind es 29 Inputs. Kann Syslog empfangen? Kann als Agent auf jedem System, also das heißt, ich kann alle Systeme darauf hinpointen und sagen, schmeiß einfach deine Syslog-Meldung da rein. Der Rest ist Konfigurationssache. Unter cookbook.logstash.net gibt es Anleitungen, um zum Beispiel Syslog-Meldungen zu parsen.
Das heißt, es dauert keine Viertelstunde, je nachdem, wie lange du brauchst für den Download des Ganzen, um da ein aktives System zu haben. Und ja, du kannst halt alles verarbeiten. Und was du dann damit machst, also da ist einfach deine Vorstellungskraft das, was dich begrenzt. Okay. Und die zweite Frage, die ich noch hätte, wenn ich die Daten im Elasticsearch habe, gibt es eine Möglichkeit, eine bestimmte Log-Retention zu konfigurieren, die nicht eine Anzahl an Messages vorgibt, sondern auch eine Zeitspanne? Ja, also du hast mehrere Möglichkeiten. Du kannst einmal zum Beispiel Tagesindizes erstellen. Das heißt, du hast jeden Tag einen neuen Index. Kibana als Oberfläche kann damit umgehen zum Beispiel, dass du fortlaufende Indexnummern hast. Und du kannst dann, hast dann wiederum Hintergrundjobs, musst du definieren, die sagen, alle Indizes, die älter als 30 Tage sind, werden gedroppt. Also das ist durchaus möglich. Das ist zum Beispiel etwas, was bei Greylock wird das jetzt erst kommen. Also nicht mit der nächsten Version, sondern mit der übernächsten Version wird das genau eingebaut werden. Das ist halt ein Punkt. Greylock kann momentan nur auf Anzahl der Objekte im Storage den Drop machen und nicht auf Zeit. Das ist im Moment einer der großen Vorteile, den Logstash da bietet. Wie ist denn das mit dem Storage-Backend vom Greylock? Wo oder wie persistiert man denn da? Du hast beim Greylock, hier habe ich so ganz klein angedeutet schon, du hast auch Elasticsearch als Storage-Backend. Okay. Das heißt, Greylock setzt halt voraus, einmal Elasticsearch in der neuen Version und MongoDB. Historisch war es so, dass die Persistenz der Meldung bei Greylock in der MongoDB erfolgt ist. Da hatte man dann aber das Performance-Problem irgendwann und deswegen ist da geswitcht worden. Der Ansatz ist halt ein bisschen anderes, weil die Elasticsearch wird nur als Speicher benutzt und in der MongoDB werden quasi so Indexdaten gesammelt, sage ich mal. Deswegen ist beides noch wichtig, aber die eigentliche Arbeit erfolgt in dem Fall auch auf der Elasticsearch, also das Lucene als Suchengine. Dann ist der Ansatz von der Logstash-Seite aber irgendwie schöner, oder? Er ist anders. Also man muss halt wirklich auch gucken, was man haben will, sag ich mal. Es ist auch so immer die Anforderung, je nach Unternehmen. Bei den einen ist es wichtig, dass es nicht so nach Gefrickelsoftware aussieht, bei den anderen ist es zählt nur die Stabilität, egal was für eine Technik dahinter steht und deswegen, da muss man immer selber gucken. Danke. Bitte. Noch Fragen? Also bei uns im Unternehmen, wir überlegen, ob wir Splunk einsetzen. Das, also da bei dem Splunk habe ich bisher so verstanden, ich kann wirklich jedes beliebige Protokolldatei da reinschieben. Das scheint jetzt hier noch nicht ganz so zu sein, auch wenn jetzt da schon sehr viele Filter dabei sind. Also wir benutzen zum Beispiel das Fix-Protokoll. Würde sowas vielleicht noch kommen? Weißt du das zufällig? Ja. Also je nachdem, auf welcher Konferenz man ist, gerade in den USA, ist Logstash der Drop-in-Replacement für Splunk. Also ist quasi das vielleicht nicht ganz so leistungsfähige System wie Splunk. Es sieht vielleicht nicht ganz so nett aus, weil Kibana natürlich auch nicht mit dem Dashboard von Splunk mithalten kann. Aber es kostet halt auch einen Bruchteil dessen. Und man muss halt einmal gucken, kommt man mit dem klar, was man hat. Das Ganze ist ein Plugin-System. Das heißt, wenn bestimmte Inputs, Filter oder Outputs noch nicht vorhanden sind, die man selber braucht, gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder man schreibt es selbst, man gibt jemandem Geld dafür, dass er es schreibt und dann ist es auf jeden Fall wieder da oder wieder möglich, jegliches Format in jegliches irgendwie umzuwandeln. Es ist auch, also in dem Fall kann ich wirklich empfehlen, auf die Mailingliste zu gehen. Der Jordan ist sehr aktiv auch. Wenn man das Problem hat und ein Logfile partout nicht geparst bekommt, schickt man einen Gist mit und sagt, ich habe ein Problem damit, so habe ich es probiert. Und
wahrscheinlich hat man spätestens 2 Tage später eine Antwort, wie es geht. Okay, danke. Eine Aussage war ja, dass Logstash auch Syslog-Meldungen anreichern kann. Ein Problem, das ich jetzt relativ oft kenne, irgendwelche Netzwerkkomponenten, die dann mit falschem Hostnamen, da ist dann irgendwo der Dienst auf dem System, der Hostname plötzlich oder ähnliches. Kannst du auch so etwas korrigieren? Ja, natürlich. Hast du zufällig auf die Mailingliste gepostet, weil das haben wir irgendwie im letzten Monat 3 oder 4 Mal genau beschrieben, wie es geht. Also Logstash ist, hat den ganz, ganz großen Vorteil, es hat den Grog-Filter. Grog ist die Möglichkeit, jegliches Feld aufgrund von Regex zu matchen. Man kann bestimmte Sachen vordefinieren, also das heißt, man sagt via Regex, wie sieht eine IP-Adresse aus, hat das in einem Pattern-File niedergelegt und kann dann mit dem IP-Adresse matcht auf das Feld, also an der Stelle steht eine IP-Adresse, soll den Feldnamen haben, matchen, und kann dann quasi auch so Sachen wieder korrigieren. Also dadurch, dass du halt so verschachtelte Regex hast, die wiederum mit Buzzwords arbeiten, ist es relativ einfach, neue Filter zu bauen, weil du halt immer diese ganzen kleinen Schachtelteilchen weiter benutzen kannst. Also es gibt halt einen Pattern für den Syslog-Hostname. Wenn der definiert ist und in deinem eigenen Grog, was du dann schreibst, musst du einfach nur sagen, an dieser Stelle steht der Syslog-Hostname und musst nicht die 3,5 Millionen Zeilen, die das Regex irgendwie, die das abfackeln, da an die Stelle setzen. Kann ich nachher gerne zeigen. Ich habe meinen Rechner jetzt nicht mit Internet ausgestattet, sonst könnte ich genau dieses Problem von wegen, ich drehe den Namen um, zeigen. Es auch gibt einen Cookbook-Eintrag, glaube ich, dazu, bei Logstash zum Beispiel. Und ich habe auch ein GIST dazu geschrieben, wo genau dieses Problem beseitigt wird. Ja, das ist die eine Möglichkeit. Die andere, wenn er gar nicht drin steht, dass er wirklich halt... ist auch kein Problem. Hängt immer davon ab, ob es den, also wie es an das System gelangt ist. Wenn noch vermittelnde Hosts dazwischen sind, die im ErSys zum Beispiel, ErSys-Log, muss Preserve FQDN mit drin stehen, beziehungsweise Receiver IP. Das heißt, es sind zusätzliche Felder, die von den Zwischenstationen hinzugefügt werden. Welche beinhalten, von welchem System kommt das, über welches ist es gelaufen und wo wird es hingehen. Genau diese Information kann ich halt auch mir nehmen. Wenn es direkt angekommen ist, gibt es eine Variable dafür, Receiver IP, einfügen, fertig. Und das kann ich dann sogar noch, weil es den DNS-Filter gibt, auch noch wieder, wenn funktionierender DNS vorhanden ist, umwandeln. Danke. Sonst noch Fragen? Kann man bei dem einen oder anderen Web-Interface suchen und so weiter speichern, so wie bei Splunk? Oder was, ja. Ist was Ähnliches geplant? Genau, also du kannst bei Greylog ist es so, du kannst Streams aufgrund von Suchen erstellen. Es ist bei Kibana genauso möglich, dass du halt eine Suche machst und das Suchergebnis dann wiederum oder die Suche abspeicherst und nachher wieder aufrufen kannst. Auch per permanent URL ist es möglich, beziehungsweise weil du hast halt auch die RSS-Streams, den Stream oder den Export. Du kannst halt auch eine Suche definieren, die dann genau dir das Ergebnis liefert, was du haben willst und sagst dann, ich will einen PDF-Export davon, bekommst du einen Permalink. Wenn du den per Cronjob aufrufst, alle 5 Minuten kriegst du alle 5 Minuten den Export genau von diesen Daten. Ja, weil der Vorteil ist ja, also bei den Gespeicherten ist ja gerade, dass ich dann dem User, der sonst nämlich wieder bei mir am Tisch steht und sagt, bedien mir mal den Greylog, so wie ich vorher sein Crepe machen durfte. Ja. Also, ja. Da habe ich nicht so viel gewonnen, aber wenn ich ihm sagen kann, da ist die gespeicherte Suche, die hat einen sinnvollen Namen, schau da mal nach, dann habe ich, glaube ich, erst den Schritt erreicht, dass es wirklich user-friendly ist im Sinne von, lass mich in Ruhe. Ja, also du kannst halt bei Greylog einfach auch sagen, dass die, also wenn ein User keine Admin-Rechte hat, sondern er normaler User ist, dann kann er sich auch nur Streams angucken bzw. Suchen ausführen. Du kannst diesem User dann auch gezielt sagen, du darfst nur diese 5 Streams sehen. Das heißt, man kann prinzipiell sagen, ich habe hier den User, Developer und der sieht halt nur die Streams, die für ihn interessant sind.
oder die ihn zu interessieren haben. Will er was anderes haben, muss er wieder zu dir kommen. Ja, ich habe noch eine Frage zu Java-Logs. Kriegt man die auch damit verwirkt, so dass da ein Stackdump nicht über 100 Logzeilen geht? Geht auch. Das ist das Schöne wirklich. Also mit Greylog glaube ich nicht. Aber Logstash kann da in die Bresche springen. Es gibt den Filter Multiline, der es dir ermöglicht, genau via Regex, genau wie halt auch einen Grog-Filter zu definieren. Das ist, obwohl es über 100 Zeilen geht, eine Meldung, funktioniert tadellos. Ist es möglich, Filter zu definieren und dann diese Filter täglich auszuwerten und dann zum Beispiel Entwickler zu schicken oder sowas in der Richtung? Ja, auch das kannst du machen. Also das Schöne ist, bei Logstash ist es, du kannst halt, du durchläufst immer wieder von oben nach unten durch das komplette Protokoll oder durch das komplette Config-File und kannst halt zum einen ja auch definieren, ich will Statistiken dazu haben, die halt ins Graphite gehen, über bestimmte Meldungen. Das heißt, du gewinnst aktiv Daten, die in Echtzeit vorhanden sind, über Zugriffe auf Webserver zum Beispiel. Aber ich will auch, dass das in eine Textdatei geschrieben wird, zusätzlich nochmal genau diese Daten oder vielleicht in ein bisschen anderer Form, die ich dann täglich dem Entwickler via Cronjob zuschicke, immer mit dem Datum von gestern oder so, weil alle 500er Fehler irgendwie da drin gesammelt sind. Also es ist halt, ich habe es halt durchaus schon gemacht, dass wir den Logfile-Stream von einem Apache hatten, die Return-Werte, also einfach nur 200er, 300er, 500er, gesammelt haben, daraus einen Graphen, einen Graphite gebaut haben. Und der war dann halt in Echtzeit, weil die Logfiles halt in Echtzeit da durchgingen. Früher war es so, dass es ein Cronjob war, der alle 5 Minuten gelaufen ist. Es ist so der Klassiker, weil halt irgendwie Kakti halt den 5-Minuten-Poll macht. Ne? Und, aber so hat man halt die Möglichkeit, ein Dashboard zu haben, was in Echtzeit anzeigt, was gerade los ist. Also egal in welchem Bereich, jetzt sei es jetzt Webserver oder Storage, das NOC, der interessiert es prinzipiell auch, wie viel Durchsatz ist. Ich habe mit der Möglichkeit, die Logstash habe, zum Beispiel unseren, habe ich unser Data Center Team gefragt. Wir haben intelligente Steckdosen, die via Syslog ihren Verbrauch schicken, also wie viel die gerade verbrauchen. Und ich habe quasi eine Auswertung auf Rack-Basis denen zuschicken können und pro Data Center, beziehungsweise live, können die das jetzt beobachten, wie viel da gerade verbraucht wird. Fanden die auch ganz nett, weil das haben die geahnt, in welchen Ausmaßen das ist und auch, was so einen Server-Restart ausmacht in so einer Kurve. Aber das live beobachten zu können, das fanden die jetzt auch ganz nett. Hallo, wir haben eine Logstash-Instanz und da packen wir momentan einen Webserver-Logs rein, also weil wir natürlich System-Logs auch noch mit rein haben und etliche andere Sachen. Jetzt sehe ich es in der Praxis natürlich so aus, dass die Fields auf der linken Seite relativ groß werden und insgesamt die Menge recht unübersichtlich wird. Ja. Du kannst das letztendlich natürlich mit dem Suchfeld dann einschränken, aber gibt es vielleicht eine bessere Möglichkeit? Nicht wirklich. Also prinzipiell wäre die eine Möglichkeit, verschiedene Backends zu nutzen für die unterschiedlichen Bereiche. Also das ist was man prinzipiell überlegen sollte, damit es halt eben nicht das Problem hast, dass du zu viele Fields hast. Auch wichtig ist an dem Punkt, wenn man Filter ausprobiert, immer eine Entwicklungsumgebung zu benutzen. Es gibt nichts Ärgerlicheres als einen Elasticsearch Index, der kaputt ist, weil man die Daten da falsch eingeliefert hat. Muss man nämlich alles wegschmeißen oder beziehungsweise durch viel Handarbeit wieder alles rausbekommen, damit man wieder einen sauberen Index hat. Also gibt es leider keine große Möglichkeit, außer sich vielleicht was selber zu schreiben. Also dass man halt das Kibana vielleicht umschreibt, dass man sagt, nur die Felder interessieren mich gerade oder so. Okay, zweite kurze Frage. Und zwar gerade am Anfang, wenn man ein bisschen testet mit Grog-Filtern, gibt es eine Möglichkeit, das Logstash schneller zu starten? Also bei mir startet es eine Minute. Genau. Gibt es. Heißt Flatline. Logstash Flatline ist unter der gleichen URL zu finden wie das normale Logstash. Aber halt nicht Logstash Full, sondern Flatline.
Hat der Jordan auch im Cookbook niedergeschrieben, Startzeit ungefähr 20 Sekunden oder so. Okay, danke. Also maximal. Ja, das ist genau das Problem. Das, ja, genau. Sonst noch Fragen? Ich wollte noch auf was hinweisen. Und zwar hat der Bernd mich darum gebeten, darauf hinzuweisen, dass der Chris aufgrund sehr häufiger Nachfrage ein Ingress for Beginners vorne an dieser Bar, die neben dem Tresen ist, also neben der Rezeption ist, gibt um 18.15 Uhr. Also wer sich mal immer damit beschäftigen wollte, was ist Ingress, was mache ich damit eigentlich, wofür ist das gut, oder die Frage gestellt hat, wie kann ich eigentlich leveln, Chris steht da und macht eine Session dazu, nur als Hinweis. Und außerdem 19 Uhr in der Lobby geht's los zur Abendveranstaltung. Und die Namensschilder nicht vergessen, weil sonst kommt man nicht rein. Ja, genau. Das war's dann.